aus einem Gefühl heraus und nur von Intuition geleitet, trägt der Künstler Christian Awe seine rote Farbe auf die hohen Wände auf. Hierbei benutzt er die unterschiedlichsten Utensilien, Pinsel, Besen, Wischer, Farbspritzpistolen oder Feuerlöscher kommen bei ihm zum Einsatz. Begonnen hat der Berliner Street-Art-Künstler und Maler Christian Awe sein großes Werk Heartbeat im White Cube der Kunsthalle Rostock am 10. August. Die Besucher können noch bis zum 28. August durch eine lange Glasfront hindurch beobachten, wie er sein Werk auf 500 Quadratmetern Fläche beendet. Im Einklang mit der individuellen Musik und angetrieben durch den Mut zur Inspiration, den Mut auf sein Gefühl zu hören, seinem Herzschlag zu folgen und dabei in sich zu gehen, kreiert Christian Awe seinen einzigartigen Raum. Der Raum lebt sozusagen von diesen fließenden Formen, Farben, viele, viele Lieder, die ich hier verwendet habe, Rinnsale, und erstreckt sich halt über 500 Quadratmeter von den Wänden auf den Boden und ist schon so ein einzigartiges Lichterlebnis. Bei der Ausstellungseröffnung am 29. August wird es laut Künstler Überraschungselemente geben. Eine Tanzperformance in dem roten Raum wird das Projekt Heartbeat abrunden. Bis zum 13. September 2020 können Besucher von 11 bis 18 Uhr in den roten Raum eintauchen.